Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Jakob zeugte den Josef, den Mann Mariens. Von ihr wurde Jesus geboren, der Christus genannt wird. Mit der Geburt Jesu war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartet, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesu geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hat. Heute feiern wir eigentlich ein großes Fest, unseren heiligen Josef. Er ist bescheiden gewesen im Leben. Er hat auch aber Gottes Willen erfüllt in der Heilsgeschichte. Denn er ist der Ziehvater von Jesus, obwohl er nicht der richtige Vater war. Heißt in der Bibel immer Jesus, der Sohn von Josef. Ja, Josef hat eigentlich still im Hintergrund gelebt. Er, wo eigentlich von königlichem Geschlecht, von David abstammt, war ein einfacher Zimmermann. Aber er lehrte auch Jesus das Arbeiten. Er war ein guter Vater für Jesus. Sonst hätte ihn Gott nicht erwählt. Aber er war auch ein gläubiger Vater. Denn er hat eigentlich immer, was Gott von ihm wollte, erfüllt. Und es fängt schon an, wie er die Botschaft erfahren hat, dass er soll eben der Vater sein von Jesus, wie er es erfahren hat durch den Engel, in einem Traum. Ich meine, wenn mir was träumt, kann ich nicht sagen, dass es hundertprozentig dann stimmt. Aber er hat so einen Glauben gehabt, er hat die Botschaft durch den Engel angenommen und hat es auch durchgeführt. Er war ein richtiger Beschützer für Maria in jeder Situation, denn er hat es nicht leicht gehabt. Von der Geburt Jesu an in den Stall für Gottes Sohn eine Geburtsstätte zur Verfügung stellen, ist schon für ihn eine Herausforderung gewesen. Dann die Flucht nach Ägypten, dann wieder zurück und da ein bescheidenes Leben und Jesus vorbereitet für sein Leben, was seine Botschaft war. Aber er war immer im Hintergrund, immer bescheiden. Und mit Maria hat er wirklich den Willen Gottes immer erfüllt. Aber er hilft auch uns im Leben. Er verlässt uns nicht. Wenn wir Sorgen haben, brauchen wir wirklich nur zu Josef gehen. Er hilft. Er ist ein
guter Begleiter in unserem Leben. Mir geht es immer so, wenn ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht, dann sage ich es ihm. Und immer wieder kommt eine Lösung. Und das bin ich ihm sehr dankbar. Und ich wünsche euch, wenn ihr Sorgen habt, sagt es in Heiligen Josef. Er steht euch auch zur Seite.